Hallo Kackbratzen. In Aschenputtels Haus waren alle nur noch mit den Vorbereitungen für den Ball beschäftigt. Die alten Schwestern sprangen herum, als wären sie von Sinn. Sie probierten Kleider an, drehten ihre Haare auf, überschminkten ihre Pickel, aber trotz all dem sahen sie immer noch fürchterlich aus. Vermutlich hat Tim Schäffer in irgendeiner Schublade das gute alte PS2-Spiel Ihr Eek Extreme Metal Racing gefunden und hat sich dann gedacht, hey, wie wäre es, wenn wir das Konzept eines Heavy-Metal-Autokampfspiel hernehmen und es mächtig aufbrezeln? Wäre es nicht auch unfassbar cool, wenn wir eine große offene Welt hätten? Und dazu noch Panther, die aus ihren Augen Laser abfeuern. Und wie wäre es mit ein paar Echtzeit-Strategie-Elementen? Und wäre das nicht total abgefahren, wenn wir jetzt noch eine große Portion God of War in den Topf werfen? Und dann noch große Geschütztürme. Ozzy Osbourne, Rob Halford, den guten alten Lemmy Kilmister und ein paar heiße Ischen mit Hautenger Lederkluft. Rein von den Zutaten klingt es nach dem besten Spiel aller Zeiten und für alle, die eine tiefe Liebe für Heavy Metal hegen, ist Brutal Legends wohl ein Must-Have-Titel. Aber leider kam es wie so oft und obwohl man relativ gute Rezensionen erntete, ging dieser Liebesbrief an die Heavy Metal-Musik leider irgendwie im Sand der Zeit verloren. Jetzt, gut 15 Jahre später, erinnern sich vermutlich die wenigsten an dieses Meisterwerk mit Jack Black in der Hauptrolle. Grund genug, um es aus der Schublade zu holen, denn es ist definitiv ein Titel, den ihr unbedingt gespielt haben müsst. Der Job des Rockstars ist es, das Publikum ins gelobte Land des Rock zu führen. Schon in den ersten paar Minuten von Brutal Legends wird ziemlich deutlich, dass die Leute von Double Fine wahre Fans von Heavy Metal sind. Der Lifestyle wird in Brutal Legends in einer ganz besonderen Form zum Leben erweckt. Nicht unbedingt realitätsnah, aber zumindest in der Form, wie man es sich in den wildesten Fieberträumen vorstellen könnte. Der Heavy-Metal-Stil zeigt sich von einer ganz speziellen, brutalen, aber auch sehr sexy Seite, indem wir nicht nur gegen finstere Dämonen, sondern auch gegen Tussis in Sadomaso-Kluft kämpfen. Alle Vorurteile werden im Spiel überspitzt auf das absolute Extrem angehoben, mitsamt ultramacho-haften Bartträgern, womit wir es dann insgesamt mit einer absurd lustigen Heavy-Metal-Oper zu tun haben, bei der absolut kein Auge trocken bleibt. Okay, jetzt wird's knifflig. Ich verteidige dieses Gebiet, während ihr die Scheiße aus der Statue daraus prügelt. Was das Gameplay betrifft, so herrscht auf dem Bildschirm das absolute Chaos. Irgendwie konnte man sich nicht so richtig auf ein Genre einigen. Das Spiel ist eine Art Third-Person-Action-Adventure-Echtzeit-Action-Strategiespiel, das in einer großen erkundbaren Welt angesiedelt ist, mitsamt einem Hot Rod, mit dem man durch das Gelände rasen kann. Jedes gute Open-World-Spiel benötigt einen starken Gaul. Perfekt! Ja! Ja! Yeah! Das Problem ist nur, dass die Summe seiner Teile nicht wirklich ausgefeilt wirken. Es passt nicht wirklich alles zusammen, aber trotzdem hat man aus dieser komplett wirren Mixtur doch irgendwie ein Spiel zusammengewürfelt. Und was soll ich sagen? Es funktioniert, obwohl es im Inneren komplett kaputt ist, aber dank der Atmosphäre und dem bissigen Humor toleriert man wohl auch den größten Krampf. Okay. Kein Wort. Geh einfach weiter, ganz unauffällig, okay? Komm mit rein. Ich zeig sie dir, aber du darfst niemandem verraten, wo sie ist, okay? Brutal Legends beginnt schon mit einem fabelhaften Meta-Intro, in dem wir auf den großartigen Jack Black in einem Plattenladen treffen. Er erzählt uns nun die Geschichte über einen Rodi namens Eddie Riggs, dem besten Rodi aller Zeiten. Also dann, mach sie auf, wenn du dich traust. Voller Hingabe widmet er sein Leben seiner Arbeit und dem Heavy Metal, auch wenn die Musik von heute ihm eigentlich komplett auf den Sack geht, da diese angeblichen Rocker das Erbe der Heavy Metal mit ihrer hingerotzten Scheiße einfach nur in den Dreck ziehen. Eddie ist eben noch ein Typ aus einer anderen Zeit, dessen zweite Haut praktisch aus Leder und Jeans besteht. Er sehnt sich so sehr die guten alten 70er Jahre herbei, als die Welt noch in Ordnung war. Damals gab es eben noch echte Musik. Bei einem Auftritt der Gruppe Cabbage Boy kam es aber zu einem schwerwiegenden Unfall. Eddie wird von einem Teil der Bühne, die ohnehin aus einem Fiebertraum zu stammen scheint, schwer verletzt, als er versucht, ein Bandmitglied zu retten. Sein Blut landet auf seiner Gürtelschnalle, die in Wirklichkeit ein Amulett für Ormagöden ist. Darauf verwandelt sich die komplette Bühne in das sagenumwobene Ormagöden, tötet die Band und saugt Eddie in die Albtraumwelt des schlechten und kommerziellen Heavy Metal Abschaum. Hier regiert der fiese Doviculus mitsamt seinem General Lion White, der mit seinem Leopardenanzug und seinen Streitkräften das Leben der echten Heavy Metal Fans vernichten möchte. Oh Mann, ich hab doch nicht etwa die ganze Zeit so heiße Mädchen umgelegt. Die Axt. Du bist also auch wegen der Axt hier. Der gute Eddie schließt sich dem Widerstand an und erkennt schnell, dass seine Passion und Fähigkeiten als Rodi ihm zum perfekten Anführer machen. Wir dürfen uns somit auf einen epischen Kampf gegen die Mächte der Dunkelheit gefasst machen, der mindestens genauso brutal ist, wie die Schlammschlacht in Wacken. Aha, siehste? Ein großer hässlicher Dämon. Aber auch sexy irgendwie.
Trotz der Geschichte, die bis zum Rand mit schräger Heavy-Metal-Mythologie gefüllt ist, bleibt die Story bis zum Ende spannend und enttäuscht nicht eine Sekunde lang. Das Gameplay ist auf der anderen Seite eine sehr holprige Achterbahnfahrt der Gefühle. Schönheit erschaffen nur durch Rock, sonst nichts. Das Beste am Spiel ist definitiv Jack Black, der hier wohl die Rolle seines Lebens spielt. Und es gibt wohl keinen besseren Jack Black, der einen Jack Black besser verkörpern könnte als Jack Black selbst. Aber natürlich ist er nicht alleine, denn im Hintergrund gibt es eine Menge anderer Ikonen, die versuchen, seine Show zu stehlen. Oh, hallo? Wie erwähnt, dürfen wir uns auch auf niemand anderen als Ozzy Osbourne freuen, der im Spiel einen freundlichen Händler verkörpert, oder auch Motörhead-Frontmann Lemmy Kilmister in der Rolle eines Schamanen namens Killmaster, und der finstere Doviculus erhält seine Stimme vom großartigen Tim Curry. Was soll also auch schon groß schief gehen? Was ist los? Geh mir nicht auf den Sack, Kleiner. Insgesamt ist die Sprachausgabe durchweg solide und die großartigen Animationen hauchen den Charakteren zusätzlich Leben ein, wofür Double Fine jedenfalls einen großen Applaus verdient haben. Der Stil des Spiels kann allerdings nicht gerade als subtil bezeichnet werden, aber die fleischigen, karikaturhaften Gesichter haben eine ausdrucksstarke Qualität, die dem wilden Chaos alle Ehre machen. Während nun die Story in großen und schnellen Schritten voranschreitet, entfaltet sich das Gameplay eher schüchtern. Das Spiel beginnt eher langsam und startet als gewöhnliches Third-Person-Action-Adventure, in dem unser Held gegen finstere Druiden und Nonnen kämpft. Zu seiner Seite stehen ihm seine treue Gitarre namens Clementine, die mit ihren ungezügelten Blitzen massenhaft Feinde niederstrecken wird, und eine übergroße Axt. Nur über meine Leiche! Wer beide Waffen geschickt einsetzt, kann eine Reihe phänomenaler Kombos abliefern, die man während des Spiels freischalten wird. Haltet mich ja nicht auf! Da wir uns in einer schönen offenen Welt befinden, benötigt man natürlich einen passenden fahrbaren Untersatz. Und nichts passt natürlich besser zu einem Heavy-Metal-Spiel als ein abgedrehter Hot Rod, der uns mit seinen riesigen Flammen sicher von Ort zu Ort bringen wird. Fernab der Missionen dürfen wir das Land natürlich auch komplett frei erkunden. Und hier gibt es einen kleinen Kritikpunkt, denn das Spiel bietet nicht allzu viel Motivation, um die weite Gegend erkunden zu wollen. Natürlich gibt es verborgene Schätze, die man durch Gitarrensolos aufspürt, und auch eine Menge an Nebenmissionen, mit denen man sich Geld verdienen kann, um seine Karre, Axt und Gitarre aufzurüsten. Aber es lohnt sich nicht wirklich, da auch im normalen Schwierigkeitsgrad Brutal Legends nie wirklich so schwer wird, als dass man nur durch langweiliges Grinden durch das Spiel kommt. Es reicht vollkommen, wenn man den Hauptmissionen folgt, und das ist sehr, sehr schade. Okay, ich würde dich ja ganz höflich um die riesigen Bassseiten bitten. Erst langsam wird das Echtzeitelement in das Spiel eingeführt. Eddie kann dann mittels dem Steuerkreuz seiner ständig wachsenden Armee sehr minimale Befehle erteilen. Für die nötige Strategie sorgen verschiedene Einheiten wie die einfachen Headbanger, Rocker-Ischen mit Fernkampfangriffen oder auch Türsteher, die mit ihren großen Muskeln und Fäusten die besten Tanks aller Zeiten abgeben. Dieses ganze sehr laue RTS-Element kommt dann in den Bühnenshows zu seiner vollen Geltung. Obwohl es insgesamt doch sehr minimal ist, darf man hier nicht auf Ressourcenverwaltung und Upgrades für Technologiebäume verzichten. Alle, die eine große Auswahl lieben, dürfen sich auf 9 verschiedene Einheiten mit ihren jeweiligen unterschiedlichen Fähigkeiten freuen, wobei jede Einheit natürlich ihre eigenen Stärken und Schwächen hat. Die Welt mag vergessen, ob wir gute oder böse Menschen waren, welchem Ziel unser Kampf und Tod galt. Spieler sammeln hier Ressourcen in Form von Fans, mit denen sie wiederum ihr Level verbessern und mit wachsender Fangemeinde stärkere Einheiten auf das Schlachtfeld schicken können. Das Ziel besteht im Allgemeinen darin, die feindliche Basis zu zerstören, bevor der Feind dasselbe mit eurer Basis macht. Ein schöner Schachzug war, dass man diese Echtzeitschlachten nicht nur gegen die KI führen kann, sondern auch gegen einen echten Freund oder Feind online im Mehrspielermodus. Hierzu bietet das Spiel auch eine Reihe an verschiedenen Karten an, aber es reicht am Ende nicht wirklich, um die Langlebigkeit zu erhöhen. Damit nun die epischen Schlachten nicht allzu schnell in ein undurchsichtiges Chaos abdriften, kann sich unser Eddie zudem ein paar Flügeln wachsen lassen, mit dem er dann das Schlachtfeld aus der Vogelperspektive überblickt, damit man so munter seine Feinde erschlagen und niederbügeln kann. Wer will, kann sich selbst in das Getümmel stürzen, aber die höheren Überlebenschancen hat man, wenn man sich aus der Schlacht fein raushält und seine Einheiten und Basis koordiniert. Ihr Jungs kommt mit mir! Das Interessante an Brutal Legends ist, dass das Spiel bis zum Schluss immer neue Spielmechaniken und Einheiten einführt. Was einige allerdings interessant finden könnten, kann für andere ein absoluter Graus sein, denn offensichtlich wird das ganze Gameplay zunehmend komplizierter und undurchsichtiger. Und ein weiteres Problem ist, dass ein Echtzeit-Strategiespiel mit einem Controller nie wirklich gut harmoniert und es mitunter einige Mühe macht, um überhaupt die Steuerung auf die Reihe zu bekommen, da der Controller dem schnellen Gameplay auch nicht hinterherzukommen scheint. Ich bin die Sardine, ihr die Dose, also macht euch nicht in die Hose. Es ist eben in erster Linie das Gameplay, an dem am Ende der große Traum von Brutal Legends scheitert. Insgesamt kann man den Versuch, ein Mischmasch aus Action-Adventure, Echtzeit-Strategie und Third-Person-Action nur loben, aber am Ende bricht sich das Spiel selbst irgendwie das Genick.
Es ist eben nichts Ganzes und nichts Halbes und zum Glück entfaltet sich das Gameplay nur schrittweise, denn hätte man schon von Anfang an alle Mechaniken dem Spieler geöffnet, wäre Brutal Legends komplett unspielbar geworden, da man ein gutes Stück Zeit benötigt, damit man sich überhaupt an den seltsamen Mix gewöhnen kann. Ich wollte sicher gehen, dass du zurück bist, bevor dein Freund eifersüchtig wird. Red bitte nicht solchen Unsinn. Hey, ist doch offensichtlich, dass du Lars liebst. Eine Sache, die aber so ziemlich jedem gefallen dürfte, ist der visuelle Stil. Es hagelt jetzt nicht unbedingt Spezialeffekte, aber es macht das mehr als wett mit cool aussehenden Charakteren und abwechslungsreichen Leveldesign, in die offensichtlich viel Arbeit und Detail gesteckt wurde. Wo das Spiel aber definitiv glänzen kann, ist der fabelhafte Soundtrack, der vermutlich nicht unbedingt jedermanns Geschmack ist. Aber auch wenn man jetzt nicht ein Fan von Heavy-Metal-Musik ist, sollte man sich das Spiel holen. Allein wegen seines seltsamen Stils und Gameplay-Mischmasch. Ich glaube, die wissen, dass wir kommen. Oh, wir müssen es runterholen. Es würde Lars das Herz brechen. Und ein besonderes Lob hat natürlich die Sprachausgabe verdient, wobei die natürlich nur im Original zu ihrer vollen Geltung kommt. Insgesamt ist Brutal Legends eine intensive, einzigartige und ziemlich holprige Fahrt, die die Stärken und Schwächen des Entwicklers ziemlich deutlich hervorhebt. Die Vision dieser Heavy-Metal-Traumwelt ist beeindruckend umgesetzt und das komische Timing gehört zu den besten, die ihr in einem Videospiel finden werdet. Step, Freakshow! Das Gameplay ist nicht frei von Fehlern, aber auf der anderen Seite so einzigartig, dass man es einfach mal ausprobiert haben muss. Zu schade, dass das Chaos einen einsamen Tod erleiden musste. Brutal Legends hätte auch damals schon viel mehr Aufmerksamkeit verdient und es kostet heute nicht mal die Welt, weshalb ihr dem Spiel unbedingt eine zweite Chance geben müsst. Ein guter Roadie steht nie im Rampenlicht. Wenn er seinen Job gut macht, merkt niemand, dass es ihn gibt. Hier und da betritt er vielleicht die Bühne, um ein Problem zu lösen, Dinge zu klären. Aber bevor jemand merkt, dass er da war und was er getan hat, ist er wieder weg. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.